Finale oder Endspielerfahrung haben wir in den letzten Wochen reichlich gehabt, weil die Spielsituation ja eigentlich immer genauso gewesen ist wie auch jetzt. Dass das Ganze schon Endspielcharakter hat und das hat die Mannschaft in den letzten Spielen mit Endspielcharakter erfolgreich gelöst. Auch da wussten wir, dass wir die Spiele gewinnen müssen, das haben wir erfolgreich gemacht. Und insofern haben wir schon, ich denke, viel Endspielcharakter in den letzten Wochen gehabt und erfolgreich bewältigt. Klar ist auch, und ich glaube, da hat man unter der Woche genug gehört von Werder Bremen und auch von Wolfsburg Richtung Bremen, da wird alles mobilisiert. Aber nochmal, das finde ich eher gut. Also wenn, dann wollen wir auch noch eine große Herausforderung haben. Und die werden wir haben und darauf ist alles bei uns vorbereitet. Die Mannschaft weiß, dass es auch ein sehr, sehr enges Spiel werden kann. Und da ist für uns einfach auch enorm wichtig, dass wir am Samstag hier wirklich ab 15.30 Uhr ein Drumherum schaffen und auch ein Miteinander schaffen mit den Fans, wo einfach klar ist, auch wenn es schwierig wird und die Wahrscheinlichkeit, dass es schwierig wird, ist verdammt hoch, sind alle dabei und dass alle wirklich nochmal alles mobilisieren, alles abrufen, wir ein Miteinander schaffen. Mir und auch der Mannschaft ist mal komplett völlig egal, wer da am Samstag auf der anderen Seite sitzt und können meinetwegen auch die Bremer Stadtmusikanten sitzen, nebeneinander oder übereinander oder gestapelt, das ist völlig egal.